Etwas extra Geld lässt sich immer mal schnell nebenbei verdienen. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Ich gebe dir heute aber mal vier Ideen für ein nachhaltiges Einkommen und deshalb kann man sie auch als zweites finanzielles Standbein bezeichnen, wonach ja immer mehr Menschen suchen. Die erste Idee bezieht sich darauf, dein überschüssiges Geld für dich arbeiten zu lassen. Das heißt, du schaust, was du jeden Monat übrig hast und steckst es in Aktien, in Festgeld, in Anleihen und was es nicht alles gibt. Das setzt natürlich voraus, dass du überhaupt einen monatlichen Überschuss hast. Das wäre dann aber auch somit die einfachste Möglichkeit, mit relativ wenig Zeitaufwand das Geld sich vermehren zu lassen und daraus dann halt vielleicht irgendwann eine Art passives Einkommen zu beziehen. Da muss man sich auch natürlich einlesen. Man kann aber auch vieles durch Sparpläne automatisieren. Und somit kannst du dir nicht innerhalb von wenigen Wochen oder auch nicht von wenigen Monaten. Wir sprechen hier wirklich von einem langen Zeitraum, wo du halt Geldanlagen für dich arbeiten lässt, jeden Monat etwas dazu sparst, sodass du, sagen wir mal, allerspätestens dann, wenn du in Rente gehen möchtest, ein zweites Standbein hast als Altersvorsorge, um nicht nur auf deine gesetzliche Rente angewiesen zu sein. Der zweite Punkt, der mindestens genauso viel Spaß macht, ist es, mit seinem Hobby Geld zu verdienen. Also wenn dein Hobby, deine Leidenschaft noch nicht dein Hauptberuf sind und du das auch nicht beabsichtigst, dann kannst du trotzdem mit deinem Hobby nebenbei Geld verdienen und dir ein zweites Standbein aufbauen. Und da fallen mir jetzt spontan ein, dass manche Menschen sehr handwerklich begabt sind, also sehr viel tolle Sachen mit ihren Händen schaffen können oder halt auch diese ganzen Do-it-yourself-Leute, die Dekorationen schaffen. Das herzustellen, das gut zu machen, liegt manchen Menschen inne. Die zweite größere Herausforderung besteht dann darin, das Ganze richtig zu vermarkten. Und da musst du halt schauen, ob du gegebenenfalls auf Flohmärkte gehst, ob du Kleinanzeigen schaltest, ob du irgendwo Social Media betreibst. Das heißt jetzt nicht zwingend vielleicht einen YouTube-Kanal, aber dann doch eher vielleicht Instagram oder Pinterest oder. Es gibt ja über 200 soziale Netzwerke mittlerweile. Und manche davon eignen sich sehr, sehr gut, um eine Marke aufzubauen, sich einen Namen zu machen und dann darüber deine im Hobby hergestellten Produkte zu vertreiben. Und wenn es dir so wie mir geht, du bist zwar kreativ, kannst das Ganze aber irgendwie nicht schön und hübsch in die Tat umsetzen, dann kannst du An- und Verkauf betreiben. Sogenanntes Reselling. Das heißt, das Produkt wurde schon von jemand anderem hergestellt und du verkaufst es nur weiter. Und das ist eine riesige Branche. Und das schwappt von den USA zu uns langsam immer öfter rüber. Es gibt bei uns immer mehr Reseller, die also Sachen günstig einkaufen. Ich rede jetzt hier nicht zwingend von irgendwelcher billig produzierten China-Ware, sondern wirklich auch namhafte Produkte, die sie halt für ein Apple und ein Ei bei Kleinanzeigen oder auf Flohmärkten geschossen haben, um sie dann wiederum im Internet gewinnbringend zu verkaufen. Und da lohnt auch manchmal ein Blick schon in deine örtlichen kleinen Tante-Emma-Läden oder kleinere Elektroläden etc., wo Sachen sehr stark reduziert sind und die du dann knapp unter dem Originalpreis wieder im Internet verkaufen kannst. Also An- und Verkauf bietet dir unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Du kennst vielleicht auch die ein oder andere Fernsehsendung dazu schon. Und darin gehen auch viele Menschen auf und schaffen sich ein zusätzliches zweites Standbein oder vielleicht gehen dann später sogar hauptberuflich darin auf. Die vierte Idee, die ich dir mitgeben möchte, bezieht sich aufs Empfehlungsmarketing, besser bekannt als Network Marketing. Und ja, ich weiß, das böse Network Marketing und so weiter, es gibt schwarze Schafe, wie in jeder anderen Branche auch. Dazu habe ich schon Videos gemacht, wie man diese erkennt und vorsichtig sein sollte. Ich habe aber auch jahrelang im Network Marketing mit einer Firma zusammengearbeitet, die sehr seriös ist, bis heute noch. Und ich kann auch sagen, dass es halt sehr, sehr viele positive Seiten gibt und auch seriöses Network Marketing oder Empfehlungsmarketing, bei dem es einfach darum geht, zu schauen, welche Produkte gibt es. Also die Firmen produzieren sehr unterschiedliche Sachen. Manche sind im Bereich des täglichen Bedarfs, sprich Kosmetik und Haushalt, Reinigungsmittel, andere sind im Bereich Gesundheit, Nahrungsergänzungen tätig oder es gibt auch die verrücktesten anderen Sachen. Da muss man natürlich schauen, was passt zu dir, was kannst du glaubhaft vertreten, denn nur dann wird dir auch jemand etwas abkaufen und ist das wirklich etwas für dich? Weil im Network Marketing geht es darum, Beziehungen aufzubauen, Kontakte zu pflegen, sich Kundschaft aufzubauen und dazu auch noch, wenn es geht, eine Liste von Geschäftspartnern, die das Ganze auch machen, an denen du dann mitverdienst. Du musst die richtige Firma finden, die seriös arbeitet, die niemand über den Tisch ziehen möchte, die ihren Marketingplan offen und transparent darlegen kann. Aber guck dir dazu, wenn dich das interessiert, zum Thema Network Marketing, einfach mal meine Playlist an, findest du auf meinem Kanal. Da habe ich schon in der Vergangenheit mal ein paar Videos zu gemacht, wie man da den Einstieg findet und worauf man achten sollte.
Und nachdem ich gesagt habe, Network Marketing funktioniert zwar, entspricht aber nicht hundertprozentig dem, was ich in Zukunft machen möchte, bin ich zum Affiliate Marketing übergegangen. Und Affiliate Marketing ist ähnlich. Und zwar, du wirst Partner von großen Herstellern, von großen Verkaufsplattformen wie Amazon, eBay, Otto.de, Zalando und so ziemlich fast jedes große Unternehmen, was irgendwo im Handel tätig ist, bietet auch ein Partnerprogramm an. Und daraufhin bekommst du Zugang zu Werbemitteln und diese Werbemittel kannst du beispielsweise auf einem eigenen Blog einbauen. Einen eigenen Blog einzurichten ist heutzutage wirklich nicht mehr die Kunst und du bekommst, sag ich mal, den Speicherplatz im Internet dafür für 20, 30 Euro im Jahr. Die Domain selbst sind 10 Euro und dann halt der Speicherplatz dazu noch ein bisschen. Es ist keine Riesenausgabe, die du erstmal leisten musst, hast dann aber die Möglichkeiten beispielsweise über WordPress dann sehr einfach dir eine Webseite zu gestalten und dann dich erstmal mit dem Ganzen zu beschäftigen. Funktioniert auch nicht von heute auf morgen. Es ist ein Thema, in das ich jahrelang reingewachsen bin, auch durch die Zusammenarbeit mit vielen Agenturen in meinem Hauptberuf. Und es kann definitiv funktionieren, es kann auch ein sehr gutes zweites Standbein werden. Ich kenne viele Menschen, die davon schon sehr gut oder sogar hauptberuflich leben können. Und Affiliate Marketing ist einfach, du empfiehlst im Internet Produkte von Herstellern und bekommst dafür Provisionen. Das geschieht entweder prozentual, also am Umsatz beteiligt, oder es gibt eine feste Provision für dich, die du halt pro Verkauf bekommst. Du kannst einfachste Sachen verkaufen, du kannst aber auch Versicherungen verkaufen, Dinge des täglichen Bedarfs, Kosmetik, also ähnlich im Network Marketing, nur dass du das weiter aufziehen kannst, also breiter übers Internet. Du musst auch dich auch nicht nur auf einen Blog beschränken, du kannst einen YouTube-Kanal haben, du kannst Instagram, andere Social-Media-Kanäle. Den Blog würde ich dir aber als Einstieg empfehlen, weil das ist immer eine gute Basis. Da lernt man sehr, sehr viel, wie man das Ganze erfolgreich aufziehen kann. Und das kann man dann auch auf andere Kanäle anwenden zum Teil. Und in diesem Sinne, das waren jetzt mal 5 Ideen, mit denen du dir nebenbei ein finanzielles Standbein, also ein zweites finanzielles Standbein aufbauen kannst. Und wenn du noch Ideen hast oder Fragen, dann schreib sie mir doch in die Kommentare. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.